So, hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Sparks Challenge. Mitten in der Wüste. Und halb einfach hungern. Ich habe keinen Plan, wo ich hier bitte letztes Mal gestartet habe, dass ich so am Arsch bin. Und anscheinend ist mein Minecraft-Sound gerade aus. Das darf ich. Ja, okay, darf ich kurz anmachen. Schon besser. Okay, und ich wollte euch heute auch mal erklären, warum irgendwie gerade in letzter Zeit zum Beispiel bei mir gerade kein Harveys neue Augen kommt oder sonst irgendwas. Ja, das hier kommt jetzt auch gerade. Also Sparks Challenge mache ich zurzeit ganz normal weiter. Allerdings habe ich sonst im Moment nicht sehr viel Zeit und deswegen muss ich jetzt immer mal so ein bisschen schauen, wie ich es am besten mache. Hallo Creeper, du gehst lieber weg, sonst haut ich meinen Hund noch. So. Okay, dann den Pilz möchte ich eigentlich nicht wegtun, den Sand können wir wegtun. Ich habe nämlich gerade noch gesehen, was wir für ein Ziel eigentlich kurz erledigen können. Dafür gehen wir mal kurz dahin auf die Insel. Ist ganz leicht. Zuckerrohr ist sogar auch schon da, aber ich glaube, das reicht nicht. Spinne. Komm, danke. Spinnenauge habe ich ja schon. Hundi, ich glaube, du stirbst gleich, gell? Soll ich dir... Kriegst ein bisschen was von meinem Fleisch. So, schon besser. Okay, dann stellen wir hier mal ganz kurz den Crafting Bench auf. Nehmen hier nochmal ein bisschen Zuckerrohr mit. Und craften uns hier kurz ein bisschen Papier. So. Das. Und dann muss da unten, glaube ich, ein Zuckerrohr rein. Genau. Eine Feuerwerksrakete. Es ist nicht geschrieben, was man für eine machen soll. Das heißt, einfach irgendeine Feuerwerksrakete muss reichen. Und da ich die einfach nur zünden soll, kommt keine Explosion oder sonst was, weil es halt nur eine stinknormale ist. Aber ich habe das Ziel erreicht. Damit sind wir schon bei 18 von 30. So. Hallo, ihr komischen Zombie-Mongos. Aua. Ich finde es cool, die Animation, die mit dem Schwert da machen, immer wenn man... wenn die einem schlagen und den Schwert haben. Okay, hat er aber auch nicht fallen gelassen oder sonst irgendwas. Und das Problem ist, ich habe gerade keine Ahnung mehr, in welche Richtung wir müssen. 400, 500 war es aber, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, hier, warum, Enderman? Habe ich dir irgendwas getan? 400, 500, aber muss ich hier in die Richtung was mehr. Okay, dann bauen wir uns hier mal ganz kurz ein kleines Bütchen. Oh, 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 oh. Oh, jetzt wollte ich ihn gerade killen. So, dich nehmen wir mit, Workbench. Ja, ich höre euch, ihr komischen Zombies. Au. Nein, 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 nein. Hund, lass das. Ich habe mich entschieden, ihn doch zu behalten, weil er mir sonst irgendwie voll leid tut. Okay, 400, 500 müssen wir. Dann also mit voller Geschwindigkeit hier in die Richtung. Ja, hier ungefähr hin. So, jetzt einfach geradeaus weiter. Dann sollten wir eigentlich schon recht bald wieder nach Hause kommen und dann kümmern wir uns, glaube ich, als nächstes um den Goldapfel. Aber wenn wir hier irgendwo normale Bäume sehen, dann mache ich die erstmal platt dann. Sehr schön. Das kann jetzt halt eine Weile dauern, bis ich da bin, leider. Kann ich aber jetzt nichts tun. Der Hund wird sich wahrscheinlich die ganze Zeit hinterherporten, das ist aber auch gut so. Sondern irgendwo zu sehen, aber vielleicht erwartet er auch einfach am Ende vom Meer. Und da hinten ist, glaube ich, schon wieder Land, oder? Bist du Land oder bist du nur eine Insel? Sieht aus wie Land. Dann ist ja gut. Okay, fahren wir noch das, was wir so fahren können. Da sind Pferde. Ich habe Möhren dabei. Mit denen möchte ich mal ganz kurz probieren, ob ich die paaren kann. Ansonsten würde ich hier ganz kurz einen Cut machen und nachschauen, wie man Pferde paart. Weil so eine Gelegenheit möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und die 1000 Zombies anscheinend auch nicht. Meinen wohl, es wäre eine gute Gelegenheit, um mich zu killen. Falsch geraten. Nicht scheiß geraten. Okay, jetzt ist eine gute Gelegenheit, mich zu killen. Fickt euch. Alle weg. Komm, wir sterben. Du auch. Alter. Was wollen nicht die ganzen Monster gerade? Ich hau euch gleich mit meiner Diamantspitzhacke tot. Okay, der Creeper da hinten chillt gerade. Dann die Zeit halt damit ist wahrscheinlich das blöd, deswegen ich glaube, ich mache hier ganz kurz einen Cut, aber dann bis gleich. Okay, das Ganze ist jetzt etwas merkwürdig, weil hier nämlich steht, ich bräuchte die goldene Karotten dafür. Geht es noch mit normalen Karotten? Nein. Allerdings habe ich ja halt wirklich jetzt gerade keine goldenen Karotten da, also was ist das hier? Ja, irgendwie nur 500 Blöcke oder sowas entfernt von unserem eigentlichen Zuhause, also würde ich wahrscheinlich wiederfinden.
Das sollte nicht das Problem sein. Das Problem wird eher gleich sein, die 1000 Creeper hier. Aber solange ich mein Boot habe, kann ich ansonsten auch noch übers Meer schwimmen. Ich glaube, das mache ich auch gleich wieder. Ist ungefährlicher hier. Wäh. Ist auch blöd, dass genau jetzt mein Schwert dann kaputt gegangen ist. Ja, irgendwann muss es sowieso kaputt gehen, also. Ist egal gewesen, ob jetzt oder irgendwann anders. Hinten ist eine Witch. Okay, hier erscheint wahrscheinlich gleich ein Berg, oder? Nee. Sieht doch noch gut aus. Und wir kommen dem zu Hause langsam aber sicher wieder näher. Ich finde es cool, dass die Boote jetzt wieder so gut steuerbar sind. Das war ja früher schon mal so, aber jetzt geht's wieder auch wieder besser. Fahren wir hier mal den Fluss entlang, würde ich sagen. Klingt gut. Hui. Ja, komische Pferde. Zuckerrohr nehme ich auch noch mal ganz kurz mit, weil wir haben ein bisschen was von unserem... Nein! Von unserem Buch Zuckerrohr zerstört und jetzt bin ich gerade so richtig dumm dagegen gefallen, genau, nee, geschwommen. Aber da ich eher Äpfel brauche, wollte ich ja hier ein paar kleine Bäume fällen gehen. Und das mit den Pferdezüchten, muss ich mir halt merken, dass es irgendwie in Richtung Norden welche gibt. So, einfach hier ein paar Bäume abfällen. Das Holz kann ich eigentlich auch mitnehmen. Wer braucht schon Zombiefleisch? So. Kommt her. Sehr schön. Weil anscheinend gibt es ja in diesem komischen anderen Teil, da wo ich da gefunden habe, keine Äpfel, aber in den anderen Bäumen. Gunpowder kann weg. Du bist Zombiefleisch. Fuck, was liegt da? Achso, das ist eine Tulpe oder was auch immer, was es eigentlich darstellen soll. Ich hoffe ja eigentlich eh nur auf den Apfel, sonst muss ich irgendwann mal meine Axt versuchen, mit Glück zu verzaubern. Weil dann kommen ja mehr Äpfel und sowas raus, aber dass das passiert, ist eher unwahrscheinlich. So, Raw Fish möchte ich eigentlich behalten, Weed möchte ich auch behalten, Oak Sapling kann an sich weg. Wir haben noch ein Stone Sword, haben wir sogar noch zwei Stück. Die Sticks können eigentlich auch noch weg. Okay. Sonst hier irgendwo noch was? Liegt da ein Apfel? Nee, leider nicht. Weiterfällen. Vielleicht kommt hier noch irgendwas Interessantes raus. Am liebsten hätte ich jetzt einen goldenen Apfel, damit ich Pferde vermehren kann, aber warum müsst ihr auch so scheiß zu vermehren sein? Scheiß Viecher. Okay. Hier ist noch ein Sapling. Da liegt Gunpowder, noch ein Sapling, aber keine Äpfel. Ja, lauter Saplings. Die kann ich so oder so mal mitnehmen, weil dann kann ich mir ansonsten auch noch Bäume züchten, aus denen Äpfel rauskommen können, was ja auch ganz praktisch ist. Ja, verdammt. Komm schon, etwas schneller hier. Meine Fäuste sind noch Stahl. Aber leider nicht aus Äxten. Okay. Carrot. Sonst hier noch irgendwas? Nee, sieht alles eher schlecht aus. Wenn es hier aus den Bäumen nicht gleich was rauskommt, dann gehe ich halt weiter und pflanze mir dann so an. Weil ich habe ja noch ein paar Knochen, oder? Ja, doch, habe ich. Okay, gehen wir aber mal weiter. Habe ich keinen Bock, da Ewigkeiten zu warten. Ihr bestimmt auch nicht. Jetzt haben wir genug Holz auf jeden Fall nochmal für Boote ansonsten. Was ja auch nicht schlecht ist. Okay, nicht schon wieder mehr. Ich habe jetzt irgendwie gerade doch irgendwie das Gefühl, dass ich in die falsche Richtung laufe. 400, 500 hatte ich ja gesagt, glaube ich. Bauen wir uns erst nochmal ein Boot. Bisschen Holz benutzen, dann ein Boot bauen und dann das da abbauen. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob es eigentlich stimmt, dass es mit dem Schwert schneller geht, aber naja. Irgendwas wird schon dran sein. Denn es ist eine Wüste. Doch, ich glaube, wir fahren doch in die richtige Richtung, weil da bei uns nebendran war gleich eine Wüste. Das heißt doch schon mal vielleicht was Gutes. 400, 500. Nicht, dass am Ende 300, 400 wäre, das wäre ein bisschen blöd. Vorne hört es eigentlich schon wieder auf. Ist da ein Fluss, wo ich durchfahren kann vielleicht? Das wäre noch ganz cool. Jo, da ist zum... Ah, da hinten ist schon das Dorf. Sehr schön. Okay, nach einer langen Reise ist mein Boot kaputt und ich komme wieder nach Hause. Das ist sehr schön. 400, 500. Ganz genau, wie ich gesagt hatte. Ha. Okay, nicht ganz, weil es ist da hinten drüben nicht 400, 500, aber egal. Aber hier sind wir zu Hause. Das ist doch eigentlich das Beste daran. Hinten steht auch mein schönes Neverportal. Müssen wir eh nochmal rein, weil wir noch ein paar Sachen daraus brauchen. Das könnt ihr eigentlich auch gleich noch machen. Weil letztendlich möchte ich das so oder so mal noch machen. Ne, aber was wir zuerst machen ist, dass wir
Oh, wir sind bald Level 30, das heißt, ich kann mein Dia-Schwert bald verzaubern. Vielleicht sollte ich mich doch nicht so todessehnlich in Never begeben. Ich gehe dann, glaube ich, lieber nochmal ein bisschen auf Ärzte-Tour oder irgendwas, wo ich leicht Erfahrung bekomme halt. Okay, dann machen wir das doch jetzt gleich erstmal hier. So, Zuckerrohr, Bücher. Ich mache mir das bestimmt gleich viel zu viel einfach, aber naja, was soll's. 21, so, sind nochmal genug für 7 Bücherregale und die müssen reichen. Das reicht aber leider nicht für 7, sondern nur für 3. Aber wir haben ja noch mehr Holz. So. Das kommt kurz weg. So. Dann kommen hier nochmal die Bücher rein. Ganz ehrlich, 7 Bücherregale müssen eigentlich reichen, weil es gibt's ja wohl nicht, dass es so viele Bücherregale sonst braucht. Vor allem, ich hatte ja noch nicht mal 15, fällt mir gerade auf. 6? Doch. 6, 6 und 3 wären 15. Geht's mit 17? Weil ich habe nämlich irgendwo letztens gelesen, dass man 17 braucht. 9, 8, 10. Reicht auf jeden Fall noch nicht. So. Das ist komplett mit Bücherregalen umrundet. Der soll es eigentlich doch langsam mal reichen, bitte. Aber das ist auf jeden Fall etwas merkwürdig, dass das nicht ordentlich funktioniert. Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass man nämlich nicht 3 Reihen hoch machen darf, weil es nämlich sonst nicht geht. Aber werden wir gleich rausfinden. Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Bücher übrig und so. Oder halt Möglichkeiten, Bücher zu machen. Zack. So, noch mehr Papier. So. Nochmal 11 Bücher mehr. Ich hoffe doch ganz stark, dass das jetzt reicht. Mal mehr Holz machen. So. Und hier. Und dann nochmal die Bücher reinpacken. Und das müssen jetzt mehr als genug Bücher eigentlich sein, weil ansonsten werde ich, glaube ich, langsam depressiv. So. Lass mich da hoch. Bin ja der Zaubertisch, du bist nicht hoch genug, oder? Na, jetzt muss ich mich da irgendwie hochbauen. Beziehungsweise ganz ehrlich, machen wir es erstmal so. Und bauen uns hier irgendwie so eine Art Treppe hoch. Müssen wir halt immer von hier oben verzaubern. Das reicht immer noch nicht. Herrgott, Sakrament nochmal. So. Fliegen davon noch Teile hin? Nee. Tun sie nicht. Bin ich jetzt langsam echt verwirrt. Was haben die da bitte mit dem Enchanting geändert? Also wenn ihr... Ich bin so blöd. Ich bin so dumm. Da war Gras. Aber mal viel zu viele Bücher gebaut. Es war da von Anfang an. Die 15 hätten nämlich doch gereicht. Naja, scheiß drauf. Vor allem, wie mir das erst jetzt auch noch auffällt. Naja. Gehen wir noch kurz ein bisschen angeln, so gegen Ende der Folge hier. Wenn wir eh gerade schon so perfekt da sind. Da ist ja noch mein geiler Bogen. So. Beziehungsweise, nee, wir züchten uns jetzt noch kurz ein paar Bäume. Wo sind die Saplings hin? Habe ich das rausgetan? Da. Okay, noch mehr Knochenmehl können wir jetzt verbrauchen. Wir hatten ja einen Hund. Oh, hatten anscheinend wirklich, weil er ist ja irgendwie nicht mehr da. Merkwürdig. Wahrscheinlich ist er ertrunken. Klar. Baum. Hab halt Probleme, damit zu wachsen. Ist ja ganz normal. Hat jeder. Gott, jetzt muss ich da wieder so eine... Jetzt muss ich mir da erst wieder eine Axt bauen. Egal, die Folge ist eh gleich vorbei. Okay, komm erstmal her. So... Ich habe gar nichts, womit ich mir eine Axt bauen könnte gerade. Eine Eisenaxt, sehr schön. So. Wir brauchen eh wieder mehr Eisen, also werde ich dann wahrscheinlich nochmal in die Höhlen gehen. In der nächsten Folge. Aber in der Folge fällen wir hier zumindest noch kurz den Baum so ein bisschen ab. Auf der Suche nach einem Apfel. Da wir den ja unbedingt leider brauchen. Um den, in Anführungszeichen, schwachen Goldapfel zu machen. Ich habe immer gedacht, es wäre so ein Achievement, aber... In Wirklichkeit ist es ja nur, dass man nicht den starken Goldapfel bauen muss, aber naja. Intelligenz ist halt hier fehl am Platz, wenn man hier schnell sein möchte. Oder eigentlich ja nicht, aber egal. Vor allem, weil ich damit eigentlich gerade eben jeden beleidigt hätte, der irgendwie schon genauso schnell ist wie ich oder schneller von Achievements her. Aber nee, eigentlich braucht man Intelligenz, aber bei manchen Sachen braucht man Intelligenz, um hier schnell zu sein, weil man kriegt zum Beispiel einen Enderdrachen nicht einfach... hindurch Glück. Das ist nicht wirklich. Okay, jetzt ist die Folge vorbei und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.